willkommen. Die Sommerpause ist vorbei. Wir starten mit unserer 13. Folge von Die Lage in Karlsruhe. Ich hoffe, ihr seid erholt. Ja, total relaxed. Urlaub kann man immer gebrauchen. Ja. Genau, jetzt kommt ein paar harte Monate auf uns zu, Haushaltsverhandlungen, aber auch die nächste Gemeinderatssitzung schon. Und da gibt es auch ein paar schöne Sachen, von denen wir berichten können. Die Folge steht unter dem Motto, was macht die Stadt Karlsruhe, um die Stadt Karlsruhe attraktiv zu machen. Und eine Sache davon ist die Karlsruher App, digital.ka. Die bekommt irgendwann noch einen anderen Namen, einen Namen, der dann auch im App Store von iOS und von Android und wo es die App dann auch gibt, zu finden ist. Und die App, was macht die App so einzigartig von Karlsruhe? Sie ist eigentlich eine öffentliche Einrichtung. Also sie ist so ein bisschen wie ein Amt, nur in digitaler Form. Und da drin gibt es eine Art Marktplatz von verschiedenen Anbietern. Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Nicht jede Person weiß, was eine App ist. Ja, so, genau. Erklär doch mal kurz, was ist überhaupt eine App? In welchem Rahmen bewegen wir uns gerade? Genau, also auf dem Handy. Da kann man verschiedene Programme drauf installieren und einer dieser Programme wird digital.ka sein, also so heißt das Projekt, diese App. Okay. App steht für Application. Da kann man es dann drauf installieren und in dieser App gibt es wieder ganz viele Unter-Apps sozusagen. Man kann sich das vorstellen, man geht auf den Markt, da gibt es verschiedene Stände mit verschiedenen Anbietern, die machen verschiedene Sachen, der eine hat Obst, der andere hat Käse. Und so hat man dann die Zoo-App, da kann man dann mit in den Zoo einchecken. Dann hat man die Stadtwerke-App, da sieht man, wo es irgendwo Trinkwasserspender gibt. Also es ist modular und man kann sich das selber zusammenbauen. Und der Vorteil davon ist, man muss sich nur einmal registrieren. Und bei den ganzen Untersachen, die man benutzt, muss man sich nicht mehr eintragen. Genau, aber das kommt jetzt in den Gemeinderat und soll zu einer öffentlichen Einrichtung werden. Und das ist sehr besonders, weil es gab es noch nie, dass eine App eine öffentliche Einrichtung wird und sozusagen in digitaler Form. Und da ist dann der Digitalstandort Karlsruhe nach außen hin natürlich ziemlich cool, dass es sowas gibt. Also Michael, ehrlich gesagt, also ich finde es toll, dass wir als Karlsruhe, als IT-Hauptstadt sozusagen da vorangehen, aber gleichzeitig ist meine Befürchtung, dass wie bei vielen tollen Ideen ist, dass es lang holpert und lang nicht funktioniert, bis man wirklich eine Freude dran hat, bis wirklich die Entlastung ist. Die Chance ist da. Es kommt halt darauf an, wie es in der Öffentlichkeit angenommen wird. Ja. Viele haben ja einzelne Apps schon auf dem Handy drauf, KVV oder irgend sowas oder die E-Scooter-Geschichten oder die Zoo-App. Jetzt gerade während Corona konnte man dadurch dann einfach sein Ticket da machen und in den Zoo gehen. Ob das dann angenommen wird, ist die Frage. Es soll ja eventuell auch viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten bieten, auch mit der Stadt oder aber auch mit Vereinen hier vor Ort. Und wenn die auf den Zug aufspringen, glaube ich, ist dann schon eine Möglichkeit da, dass dann da viel mehr in der Stadtgesellschaft passiert. Man muss es halt wissen, ich habe die selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe mich zwar mal damals gemeldet, aber dann ging Corona los und so und dann war vorbei. Okay. Es gab ja so eine Beta-Phase für Bürgerinnen und Bürger, die dann mal das mal ausprobieren konnten. Mhm. Aber wenn es jetzt in die App-Stores kommt, ist halt wirklich, bin ich gespannt, wie ist es, gibt es Fehler, läuft es? Also wenn ich jetzt gerade mal das Beispiel Zoo rausgreife, wir haben Freunde in der Pfalz und als die während Corona dazu wollten, dann haben die gesagt, dann gehen die halt auf die Homepage vom Zoo, um sich dort die Karte online zu buchen. Also das ist eben so für mich die Frage, es gibt dann halt zig verschiedene Apps. Es gibt die Karlsruher Verkehrs-App, das wäre jetzt auch die Frage, die da drin integriert ist, genau. Das, was ich vorhin meinte, die Frage ist halt die auswärtigen Besucher, ob die das sofort so zur Kenntnis nehmen und auch den Nutzen verstehen. Und als Karlsruher selber, der einigermaßen oder einige Zeit schon hier lebt, wird man es gar nicht brauchen. Ja, gut, wenn das funktionieren würde, du willst irgendwas bei der Stadtverwaltung machen und du kannst es digital machen und das funktioniert drüber, dann wäre es eigentlich schon super. Dann, ja. Also eine App für alles sozusagen, das wäre schon ein guter Gedanke. Aber wie gesagt, ob es funktioniert. Dann müsst ihr überlegen, ob wir die anderen überhaupt alle brauchen und noch eine anbieten. Ich selber nutze kaum Apps, weil mir das Ganze zu viel ist. Aber wenn wir eine App haben, dann wird es vielleicht schwerer. Ja, in der einen ist ja alles drin, was du für Karlsruhe brauchst. Das ist die Idee. Ja. Also als ich in Hamburg war, habe ich auch als erstes im App Store gesucht, Hamburg, welche Apps gibt es da, um dann zu gucken für den ÖPNV, damit ich von A nach B komme. Aber ich wollte auch ein paar touristische Guides haben und so Geschichten. Also das war eine andere Generation. Ja, das ist... Ich orientiere mich nur an den Straßenschildern. Ja, wir haben ja auch, das wisst ihr ja, analoge Angebote, zum Beispiel die Karlsruhe Marketing und Event GmbH unter Martin Wacker. Die macht jetzt Karlsruhe Springt auf dem Marktplatz. Das war jetzt erst in der Sommerzeit, wo die Turner gekommen sind, gesprungen sind,
Weitsprung, Hochsprung. Mhm. Die machen ja viel mehr Angebote, die Schlosslichtspiele. Mhm. Das sind ja eher so, die haben halt Eventcharakter. Mhm. Ist das für euch? Also sagen Sie mal so, wir bräuchten eigentlich, um das zu erklären, es geht sogar mir als Karlsruher so, es ist zu viel manchmal. Einfach zu viel, ich kann die ganzen Events gar nicht auseinanderhalten. Und der Werbemodus ist schon so hoch getaktet, dass ich gerne auch den Herrn Wackermann hier in dieser Runde hätte. Herzliche Einladung. Genau. An Sie. Ja, lieber Martin. Hier in unserer Runde, erklär mal, die ganzen, so wie ich, bin in der Generation, wo nicht alles über Handy läuft. Ich habe gar keins mehr. Ich habe es jetzt abgeschafft. Ich trage es nur noch in meiner Tasche, weil es ist einfach für mich zu viel. Und das habe ich auch gelernt im Marketing. Man konzentriert sich auf eins und baut das auf. Also das, deshalb... Interessant, Jürgen, wäre es doch ganz gut, nur ein App zu haben, ja, für genau Karlsruhe, und da ist alles drin. Ja. Und also die Chance besteht, dass du das auch kapierst. Ja, und dann war vielleicht ein Marketing-Effekt, dass Karlsruhe wirklich auch wahrgenommen wird. Also ich habe vorhin in der Runde erzählt, eigentlich bräuchte Karlsruhe mal einen Straßenfeger. Das hat mich gestern geärgert, gestern war Sonntag, die Innenstadt sah wirklich aus, als ob wir hier Party hatten, leere Flaschen rumgestanden, also es war nicht sehr einladend. Mhm. Und ich denke, man kann viel fürs Ansehen tun und dann darf man aber nicht enttäuscht sein, wenn man nach Karlsruhe kommt, wenn es dann wirklich Straßen bemalt sind, Dreck rumliegen. Also ich denke, da müsste man auch was machen. Aber das ist eine Martin Zwagger Aufgabe. Ich glaube, diese Aufgabe gehört jemand anderem. Ja, das ist natürlich, sag mal, das sind so viele, ganz viele einzelne Bausteine, die zur Attraktivität einer Stadt. Ich bin ja auch viel unterwegs und auch viel im Ausland. Und das ist auch eine subjektive Wahrnehmung. Ja. Also mir geht es auch so, wenn ich in eine Stadt komme, dass ich sage, ja, die empfinde ich als schmuddelig oder versifft. Und eine andere, wo du denkst, Mensch, hier liegt fast gar nichts rum. Ich habe überhaupt keinen Unrat gesehen. Und mit den Veranstaltungen, da gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Es gibt jetzt auch jetzt gerade im Bereich Handel oder Gastronomie natürlich viele, die sagen, noch mehr Events und noch mehr Marketing Aktionen, wie jetzt das Karlsruhe springt, weil das natürlich Besucher in die Stadt lockt und das ist das, was Handel, Gastronomie und Kultur braucht. Aber das war ziemlich was, ja, ja, an dem Tag war es ja richtig. Aber ich bin immer einer, der guckt nach Tüten. Tragen die Leute, ja, sind zu und dann ist nicht nur zu die Läden, sondern die sind viele auf Dauer zu und das macht mich auch erschreckend. Mhm. Die Kaiserstraße, wenn man sie vom Europaplatz bis zum Kronplatz geht, also da hört man noch mehr Gerüchte. Petra, du bist ja in der Materie drin. Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch ein Laden offen hat. Ja, also die Stadt hat ja die Wirtschaftsförderung eigentlich dafür. Das wäre jetzt sozusagen der städtische Stand dafür. Klar, die Wirtschaftsförderung, da gibt es ja speziell auch für den Handel eine ganze Abteilung. Und die tun natürlich alles, was in ihrer Macht steht. Die Möglichkeiten sind begrenzt, muss man ganz klar sehen. Weil in erster Linie geht es ja auch um die Vermieter von den Objekten, die jetzt natürlich in den vergangenen Jahren ganz dicke, hohe Mieten eingestrichen haben. Und die Zeit ist jetzt eben halt vorbei. Ein Geschäft nach dem anderen macht zu. Es hat mich jetzt gerade während meinem Urlaub erreicht, dass auch der Hirmer schließen wird. Also das Objekt steht schon im Immo-Scout. Das ist also kein Gerücht. Und das ist ja auch an einer Top-Lage, noch vier oder fünf Etagen. Da wird es auch schwierig sein, danach Mieter zu finden. Und ich bin mir aber sicher, dass die Wirtschaftsförderung da schon dran ist und auch schon Gespräche führt, wie das Objekt später genutzt werden kann und was für innovative Konzepte, die wir uns ja eigentlich in Karlsruhe wünschen, man da verwirklichen kann. Also da bin ich mal gespannt aufs nächste Gespräch. Wir stehen ja da auch in verschiedenen Gremien mit der Wirtschaftsförderung im Austausch. Da war unlängst, gab es auch eine Videokonferenz. Ich weiß nicht, wer von euch noch, ich glaube, ich war an zwei dabei, wo verschiedene Akteure aus der Stadt waren. Es waren auch Leute von Fridays for Future, es waren Unternehmer dabei, Innenstadtakteure. Und da ging es so um die Zukunft der Wirtschaftsförderung. Und da war ich doch verblüfft, dass es sich im Prinzip auf zwei große Themen beschränkt. Und das ist Klima und die Digitalisierung. Ich sehe das ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt draußen mich so umhöre, muss ich sagen, das große Problem ist das Thema Human Resources, weil viele, ganz viele keine Mitarbeiter mehr finden. Ja. Ich habe Unternehmer, die zu mir sagen, ich muss, um einen Vollzeitplatz zu besetzen, aktuell drei Leute einstellen, weil ganz viele auch nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen oder können. Das muss man ganz klar sehen, die Zeiten ändern sich. Also gerade bei den jungen Menschen erlebe ich das oft, dass die nach der Ausbildung sagen, ja, so 100 Stunden, das reicht mir im Monat. Oder also auf gar keinen Fall Vollzeit.
Und das sind Entwicklungen, die wir schon mit Sorgen betrachten, weil letztendlich denke ich, wenn es bei vielen oder bei nachher fast allen so ist, wer soll die Arbeit dann noch machen? Und wir erleben es ja aktuell in der Gastronomie auch nach dem Lockdown, wenn es wieder aufgeht, dass die gar niemand mehr findet, der das machen möchte. Die Studenten sind zum Teil weg oder sind auch woanders untergekommen. Essen gehen wollen wir alle gern, wir wollen alle gern guten Service, aber es gibt niemand mehr, der das macht. Und das zieht sich durchs Handwerk, das ist im Handel zum Teil so. Und das sind schon Zukunftsentwicklungen, natürlich das große Thema Innenstadt. Wir haben das schöne ZIMA-Gutachten. Ja. Laut Aussage der Verwaltung wird auch da nach und nach werden Dinge umgesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich oder auch wenn ich jetzt die Kunden höre und die Besucher, ist es nicht so klar erkennbar. Und das sind dann auch Entwicklungen, wenn ich jetzt sehe am Marktplatz in der Top-Lage, direkt ist dann so ein 1-Euro-Lade, so ein Teddy, der da aufmacht. Ist schon schade, was für Entwicklungen das nimmt und dass man da nicht so ein bisschen aktiver dagegen steuert. Ich habe eine gute Idee gehört. Wir haben in Karlsruhe wohl eine der längsten oder vielleicht sogar in Deutschland die längste Einkaufsmeile überhaupt. Von der östlichen Seite bis zur westlichen Seite und wir haben Probleme in der westlichen Seite, vom Euro weiter nach Westen und wir haben Probleme im Osten. Warum kann man nicht einfach die Kaiserstraße auch verkürzen? Also zum Beispiel die östliche Seite, wenn man die Verkürzung umnutzt und ganz anders gestaltet, dass sie sich wirklich unterscheidet und dass sich das ganze Innenstadtgeschehen auch konzentriert. Wir können uns nicht mehr leisten, alles voll zu kriegen oder wir werden das nicht schaffen, alles voll zu kriegen. Deswegen müssen wir uns konzentrieren und sagen, es muss ein gewisser Bereich geben, der Brunz. Lieber kleiner Bereich. Widerspricht ja so ein bisschen den zukünftigen Planungen, weil jetzt hat die Stadt ja, die Kriegsstraße soll ja nicht mehr die trennende Achse sein, sondern soll eben die Erweiterung der Innenstadt sein und auch in den Gebäuden, die man da plant, rund um das Ettlinger Tor und ums Theater, soll ja in den Erdgeschossen auch oft Gastronomie und Läden und so sein. Und da frage ich mich immer, wer soll das machen? Ja, wer soll da hin? Unter anderem, was nehmen Sie an? Man sagt ja, die Entscheidung geht ja mit den Füßen. Wenn ich in der Stadt bin, spielt sich das Leben rund um den Ludwigsplatz, Erdprinzenstraße an. Das ist wirklich das Einzigste mit Flair derzeit, muss ich sagen. Und da haben wir schon wieder einen Konflikt. Wir hatten ja vor einiger Zeit gesprochen. Am Samstagnachmittag drängen sich da natürlich die Fußgänger und die Fahrradfahrer und alles, dass dieses Flair wieder bedroht wird. Also, aber die Kaiserstraße selber, und da habe ich jetzt etwas gehört von Leuten, die jetzt hier zu Besuch waren, sagt, warum ist die Straße nicht gemacht? Wir flicken, das ist ein Flickwerk, da sind 5 verschiedene Belege, da ist Asphalt, da ist Beton, da ist noch ein Kopfsteinpflaster. Und immer zu sagen, ja, wenn die Kombilösung fertig ist, dann machen wir das. Da warten wir schon seit 12 Jahren. Also ich glaube, wir haben an dieser Stelle zu lange gewartet. Aber es wird auch nochmal eine Durchstrecke werden. Also die wenn alles fertig ist und dann wird die Kaiserstraße aufgemacht und alles nochmal in der Innenstadt umgebaut. Ja. Und dann gehen die Läden dort... Das wird ja immer parzellerweise gemacht. Und die Frage ist, haben wir dafür überhaupt noch Geld? Ja, das wäre die nächste große Frage. Peter, falsche Frage. Geld ist immer schlecht. Anderes Thema. Das ist nochmal Flächenentwicklung. Da gibt es die Fächer GmbH hier in Karlsruhe. Die macht das Schlachthofgelände. Die macht jetzt am Otto-Dullenkopf-Park die Hallen. Entwickelt die. Braucht man sowas? Flächenentwicklung, wenn man gerade jetzt das Thema hat, was machen wir mit so viel leerstehenden Flächen in der Innenstadt? Ja, ich glaube, es ist sehr Schwieriges und wir haben Sachen angefangen, gerade im Schlachthofgelände, wo ich sage, gerade diese Schweinemarkthalle, wenn man sich genau anguckt, ich habe das Gefühl... Perfekt Futur, meinst du jetzt? Ja, genau. Ich habe nur das Gefühl, wir haben da viel Geld reingesteckt als Prestigeträger, aber was jetzt rauskommt, ich sehe nur... Das ist meine Wahrnehmung, aber vielleicht kann man mich da auch aufklären von der Stadt, dass uns das Geld kostet. Und wir sollten uns wirklich konzentrieren. Ich glaube, wir machen einfach zu viel. Also wie ein Unternehmen, was sich in Angebot verzettelt, macht nachher alles, aber auch gar nichts richtig. Und da muss man wirklich wieder auf den Punkt kommen. Ja, genau. Da wäre trotzdem zu überlegen, sind wir eigentlich genau dort in unserer Kernkompetenz der Stadt, in den Kernwerte. Das war schon immer eine Besonderheit von Karlsruhe, dass so Event-Leute mit viel Innovationskraft, mit so Start-ups und so, dass wir die unterstützen. Das war zur Weinbrenners Zeit schon, hat seine Leute ausgebildet, damit er die rein, dass er die Gebäude machen, bauen konnte. Und so glaube ich, dass es in Karlsruhe zur Gene, zur DNA gehört, dass wir hier
so Start-ups fördern. Und deswegen, das mag sein, dass im Detail das nicht so richtig optimal läuft, aber von der Sache her, glaube ich, ist es super. Also da bin ich schon tief überzeugt, dass wir da schon auf dem richtigen Weg liegen. Und dann auf dem richtigen Weg vielleicht? Ja, aber denkt immer an den Haushalt. Am Schluss muss eine schwarze Eins stehen. Keine rote Nudel. Ja, aber die Frage stellt sich schon, was kann man streichen in unserer Stadt? Was muss nicht sein? Und was bringt mir auch keine Rendite im ja. besten Sinne? Was müssen wir, wovon müssen wir uns verabschieden? Was ist nett? Ja, und was brauchen wir nicht? Wäre so ein netter Posten, die Majolika? Ja, sozusagen, also die wird da ja haben oft wir noch so mehr als, Beispiele. Ja, genau, also, aber dadurch, dass die Majolika ja jetzt wieder im Gemeinderat aufpoppt, ob man noch mehr Gelder freigibt und sie ja auch sozusagen beibehalten wird wegen dem Namen, weil es Leute hierher zieht oder auch nicht. Also ich muss jetzt ganz viel Luft holen. Bleibt die Meinung da noch gleich, der also, Fraktion? Ich sag mal so. Wir haben ja sehr kritisch die Majolika. Und da bin ich dankbar für unsere geschlossene Haltung hier in der Fraktion. Und wenn es Zukunft geht, ich saniere gerade Teile eines Unternehmens. Und es ist tatsächlich so, irgendwann muss man sich überlegen, ob man nicht was lieber aufgibt, als dass man etwas weiterführt und gutes Geld in schlechtes Geld investiert. Und es kann nicht sein, dass am Tropf der Stadt unwahrscheinlich viel hängt. Und ich habe vor kurzem von einem sehr renommierten Wirtschaftsberater gehört, der sagt, wir müssen eins klar sein, wer den Film 172 Stunden gesehen hat, in dem sich ein Bergsteiger verklemmt und zum Schluss stand er auf der Waage, entweder verhungert er sich, er hat sich verklemmt, oder er schneidet sich den Arm ab. So ist es auch bei dem Unternehmen. Typisch, aber für drastische Mittel. Ja, man muss manchmal drastisch sein. Hätte er sich den Arm nicht selber mit einem kleinen Taschenmesser abgeschnitten, hervorragende schauspielerische Leistung von Franco, dann wäre er verhungert. Und wir als Stadt müssen irgendwann mal entscheiden, was muss weg. Nicht kann, sondern muss weg. Also prinzipiell ist es ja so, das sehe ich schon als unsere Aufgabe, dass wir auch solche Institutionen, wenn sie mal in Schwierigkeiten kommen, eine Zeit lang stützen. Aber ich finde immer, es muss auch eine positive Fortführungsprognose geben, dass man sagt, okay, die legen uns ein Konzept vor und es ist tragfähig, sodass sie in absehbarer Zeit dann auch so zumindest wirtschaften, dass sie eben auf die schwarz-rote Null rauskommen und nicht ständig halt immense Zuschüsse brauchen, weil auf der anderen Seite müssen wir es ja auch vor den Bürgern verantworten, das ist Steuergeld. Ja. Und das fehlt ganz klar. Und das muss ich sagen, das ist für mich der Hauptgrund, dass ich bis heute als Stadträtin oder wir als Fraktion kein Konzept vorgelegt bekommen haben, wo es heißt, ja, so und so und so, das ist der Plan, so und so viel, wir haben Sponsoren, wir rechnen mit den Umsätzen, das ist plausibel dargelegt und das fehlt mir bis heute und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch geneigt zu sagen, wir können das eigentlich nicht verantworten, weiter Steuergeld für sowas zu verschwenden. Deine Meinung, 100 Pro. Auch so wie es tut, ganz klar. Ja. Noch eine weitere GmbH im Baukasten zum Abschluss, die Karlsruher Tourismus GmbH. Was bekommt ihr davon mit? Habt ihr mal einen der coolen Imagefilme auf YouTube gesehen oder nicht? Ja, also so angesehen, nicht den kompletten Film. Ja, es ist so ein bisschen schade. Ich glaube schon, dass Karlsruhe jetzt nicht so unbedingt die touristische Hochburg ist, wo wir ja viele schöne Dinge hätten. Ich glaube natürlich auch nicht, dass jetzt viele Menschen aus touristischen Gründen wegen der 350. U-Bahn kommen, die wir gebaut haben. Wenn wir jetzt statt der U-Bahn natürlich so eine Wasserstraße gemacht hätten durch die Kaiserstraße und die Kriegsstraße mit Anbindung an den Hafen und man könnte hier mit so einer Gondel oder mit so einer Yacht bis vor den Karstadt fahren, das wäre natürlich eine Touristenattraktion. Aber das haben wir versäumt, der Zug ist draußen. Also schauen wir mal. Das ist so ein bisschen das Problem. Man versucht natürlich immer so eine Stadt touristisch auch nach vorne zu bringen und so erschließen, aber sage ich mal, ich glaube mehr wie für so einen Wochenendausflug taugt Karlsruhe halt im Moment noch nicht. Genau, so eine Gondel durch den Landgraben. Ja, aber das ist ja auch genug Ziel, wenn man sagt, als Wochenendaufenthalt mal Kultur als sich anzugucken, das ZKM und was weiß ich was. Schloss, natürlich. Schloss und verschiedene. Naturkundemuseum, genau, Turmberg. Wir haben viele Sachen. Also man kann schon ein Theater, genau, man kann also schon zwei, drei Tage kann man so locker verbringen. Und was wir versäumt haben, war damals dieser Boom mit dem Mobil, die
Also jetzt kam ja mit der Corona-Krise, mhm. die Leute haben sich alle ihre Wohnwägen gekauft. Mhm. Achso, ja, unser Abstellplatz, unser langen... Ja. Und das haben wir versäumt, völlig versäumt bis heute. Das war so der SPD vor 10 Jahren. Hat der ich glaube 20 Jahre. 20 Jahre. Bis heute gibt es keine gescheite Abstellplätze, ja. wo man sich versorgen kann. Wir haben jetzt immerhin den, sagen wir mal, den Durlach, so der Highlight von Karlsruhe, ein Spruch von gestern, altes Ehepaar, haben zu uns gesagt im Gespräch, naja, ich führe die Karlsruhe immer nach Durlach, nicht nur, weil es jetzt dort den neuen Campingplatz gibt, sondern auf dem Turmberg, einer der schönsten Städte, Platz, der Vorteil ist, man sieht das Chaos in der Stadt nicht. Also, und dann ist es natürlich Durlach auch der, sag ich mal, der Ausgangspunkt für den Freizeitpark Nordschwarzwald. Also wir haben schon was strategisch gesehen, darum habe ich mich ja für Karlsruhe entschieden. Ich hätte auch in anderen Städten bleiben können. Wir sind schnell in Paris mit den TGV. Wir sind schnell in der Pfalz. Und im Schwarzwald. Ganz schnell in München, Frankfurter Flughafen, Baden Air Park. Also es ist schon strategisch wichtig. Ja. Und wir haben einen Hafen. Und wir haben einen Hafen, von dem man nichts sieht. Genau, das sollte man den mehr sichtbar machen als Tourismus. Also ja, der Hafen absolut gehört dazu. Und wir hatten einmal die Idee, Karlsruhe am Rhein. Das war mal, als wir uns beworben haben für die Bundesgartenschau, vom Turmberg bis zum Rhein. Das hat man auch wieder vergessen. Aber man hat so viel vergessen. Ich wollte gerade sagen, um nochmal auf das Thema Tourismus zu kommen. Wir hatten ja die Idee, dass wir auch so eine Art Touristtaxis, Fahrradtaxis einsetzen. Ich hatte mit Martin Wacker auch darüber schon gesprochen. Wir sind ja Fahrradstadt und wir wollen ja die ökologische Fortbewegung forcieren oder fördern. Und das finde ich eine ganz charmante Idee, weil du eben gerade als Tagestourist sagen kannst, okay, ich nehme so ein Rikscha, heißt ja in anderen Städten, aber ich würde es schon als Fahrradtaxi, und kann innerhalb der Stadt von A nach B, oder ich kann eine Stadtrundfahrt machen. Man könnte diese Taxis verbinden mit Geschäften, dass man sagt, der sponsert ein bisschen, wenn er da immer hält, oder man kann die Werbeaufschrift drauf machen. Also da gäbe es Möglichkeiten noch und nöcher. Und da sehe ich zum Beispiel touristisch und auch für das Marketing der Stadt noch großes Potenzial. Und das wir machen was für die Umwelt. Ja, genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Genau, wir machen was für die Umwelt. Der Werkzeugkasten ist prall gefüllt. Es gibt noch viele Möglichkeiten, vielleicht auch zu viel Werkzeug. Darüber lässt sich debattieren. Auch die Einladung an Herrn Wacker steht. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge für unsere Podcast-Hörer gibt es endlich neue Mikrofone. Das heißt, man hört uns besser auf den Ohren. Und ich freue mich über jedes Abonnement unseres Fraktionskanals. Ja, und Martin, du kannst jetzt nicht mehr anders als in unserer Sendung zu kommen. Genau. Tschüss. Tschüss.